Hallo ihr Lieben, ich bin Katja von Zwillingsgarn und ich sehe heute etwas crazy aus. Aber in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so ein schönes Scrunchie, ein Haarband nähen könnt. Ganz einfach, ganz easy, wirklich in 10 Minuten gemacht. Hier habe ich einen leichten Webstoff genommen, hier Musselinstoff, da ein Bikini-Stoff. Aber schaut doch einfach mal rein. Jetzt fangen wir mal an und zwar habe ich wieder mein Schnittmuster. Ihr braucht den Stoff dazu, ihr braucht das Gummiband, das habe ich hier schon auf 18 cm gekürzt. Und dann braucht ihr jetzt nur noch euren Stoff schneiden. Wir haben jetzt unseren Stoff zugeschnitten. Und legen ihn jetzt schön auf schön zusammen. Ihr messt jetzt von den Enden 6 cm ab. Markiert euch das mit der Nadel, das auf beiden Seiten. Und nun näht ihr euch knappkantig zwischen den beiden Nadeln markierten Stellen ab. Danach wenden wir. Nun wenden wir unser genähtes Stück. Wir haben nun gewendet, wie ihr seht. Hier sind unsere zwei offenen Seiten. Diese legen wir nun schön auf schön zusammen, sprich auf den Außenstoff, Dann steckt euch das fest. So. Und diese kurze Seite, die nähen wir jetzt knappkantig an. Wir haben die Seite nun vernäht. Jetzt haben wir quasi schon unseren Schlauch für unseren Scrunchie. Jetzt nehmen wir unser Gummiband, wie gesagt 18 cm. Hier habe ich eine Sicherheitsnadel, damit kann ich immer ganz gut den Gummi durch solche Schläuche ziehen. Ihr müsst bloß aufpassen, dass die Nadel nicht zu groß ist für die Schläuche, die ihr einfädeln wollt. Wie zum Beispiel beim Fußgummibündchen unten. Blablabla. Und schon sind wir ja durch. Schaut, so schnell geht's. Jetzt nehmt ihr euch das Gummiband zusammen. Und jetzt näht ihr quasi hier oben drüber. Ich mache das so 2-3 Mal, damit es wirklich bombenfest sitzt, weil wir nähen ja nachher schließlich zu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das nochmal mit einer Sicherheitsnadel fixieren, weil es auch häufig dazu kommt, dass dieses kleine Gummiband unter der Maschine wegrutscht. Wie gesagt, mehrmals drüber, los geht's. Wie ihr seht, habe ich es jetzt mehrfach umnäht, Nadel raus und jetzt brauchen wir bloß unsere Wendeöffnung schließen. Das klappt ihr dann mehrmals hintereinander ein, schaut, einmal so und dann holt ihr uns das andere rüber. Natürlich kann das je nachdem, was es für ein Stoff ist, ziemlich knifflig sein. In meinem anderen Short-Video hatte ich ja diesen. Das ist übrigens Bikini-Stoff oder Badeanzugstoff. Total angenehm auf der Haut, hatte ich mal günstig erworben, um für meine Tochter etwas zu nähen. Aber es ist leider nichts draus geworden, wie so viele U-Boote, die man sich manchmal vornimmt und im Alltag einfach dann verloren gehen.
Aber er hat auch da seine Freundin jetzt gefunden. Wenn ihr jetzt diese Bindeöffnung knappkantig vernäht, bitte achtet darauf, dass der Garnfaden, den ihr benutzt, auch wirklich so passend ist, dass es nicht auffällt. Seht ihr? Wir haben es jetzt festgesteckt. Jetzt umnähe ich das und dann sind wir schon fast fertig. Und ihr seht, wir sind fertig. Unser Gummiband. Zack. Und zack. Total easy zu machen. Total viele Möglichkeiten mit verschiedenen Stoffen. Wie ihr seht, habe ich hier Musselin genommen, hier den Badeanzugstoff und hier habe ich einen Krebsstoff genommen. Auch total toll. Ich zeige es euch gleich, wie es auf dem Kopf aussieht. Ihr habt es geschafft. Ihr habt genäht. Ich habe schon mehrere genäht. Man kann sie in allen Farben haben. Passend zur Kleidung. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Beschreibung schreibe ich euch natürlich unter dem Video noch einmal rein mit den genauen Maßen dazu. Ganz easy. Habt Spaß dabei. Tschüss, eure Katja von Zwillingsgarn.